Trainer, 4:1 Erfolg gegen Eintracht Braunschweig, U23 im ersten Testspiel im Trainingslager. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, sehr positiv. Die Jungs haben sich gut bewegt. Ja, wir haben jetzt am Anfang der Woche im Trainingslager sicherlich noch mal ein bisschen mehr gearbeitet, als es vor normalen Spielen der Fall ist. Und jeder hat seine 45-minütige Aufgabe erfüllt. Der eine oder andere ging dann über 60 oder wie Rob Andrich über 90. Und ich bin zufrieden. Wir haben das Spiel voll unter Kontrolle. Ja, wir haben 4 Tore gemacht, hätten sicherlich das eine oder andere noch nachlegen können. Haben 2, 3 Einladungen verteilt, die hätten nicht sein müssen, auch das Gegentor. Aber summa summarum sind wir zufrieden. Wie gestaltet sich derzeit die Personalsituation? Na ja, im Moment sehr, sehr gut. Ja, wir haben jetzt heute Kevin Pezzoni zum ersten Mal auch wieder auf dem Platz gehabt, zwar nur eine erste halbe Stunde, weil er einfach jetzt auch ja, sicherlich ein bisschen müde ist nach den Einheiten, die er jetzt alles auch gemacht hat. Es dauert auch noch, ja, der hat auch noch sicherlich ein bisschen Zeit vor sich. Jules Wardorf und Max Dittgen haben auch im Trainingsbetrieb schon teilgenommen, ja, haben immer noch ein bisschen leichte Probleme, um sie jetzt ins Spiel reinzuwerfen, wäre es noch ein bisschen zu früh gewesen. Von daher sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. David Blacher hat seine Achillessehnenverletzung auch auskuriert, haben wir heute nochmal geschont und von daher können wir am Freitag, denke ich, gegen Union Berlin dann aus dem Vollen schöpfen. Der 4. Trainingstag neigt sich dem Ende zu, damit mehr oder weniger Halbzeit oder Bergfest hier im Trainingslager. Wie ist bislang dein Eindruck von der Veranstaltung hier? Ja, erstens haben wir sehr, sehr gute Bedingungen. Wir haben klasse Temperaturen, klasse Wetter. Ja, es macht Spaß zu trainieren. Wir haben hervorragende Platzbedingungen. Ja, wir haben super grünen Rasen, der nicht zu tief ist, ja, der nicht mit Wasser gefüllt ist, wie wir es zu Hause hatten, sondern wir haben wirklich exzellente Bedingungen. Das Hotel ist sehr gut. Ja, wir haben auch da können wir alles aus dem Vollen schöpfen. Von daher sind wir sehr, sehr zufrieden. Ja, das Ergebnis heute ist natürlich auch nochmal was Positives, was wir natürlich gerne mitnehmen. Dankeschön. Bitteschön.